Hallo. Wunderschönen Mittwochabend. Servus, grüßt euch. Bergfest, ja. Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Ja, soll ich sagen, Bergfest. Stimmt das überhaupt? Ja, das stimmt. Ich bin die Woche irgendwie schon voll ein bisschen so durcheinander. Ein bisschen anstrengend die Woche und da komme ich gerade irgendwie so ein bisschen mit den Tagen durcheinander. Aber es ist Mittwoch, relativ safe. Und ja, hoffe, ihr seid bisher entspannt durch die Woche kommen. Ja, ich muss sagen, bei mir geht's. Habe auf der Arbeit ein bisschen einiges zu tun, denn ja, ich habe tatsächlich gekündigt, ne? Aber gehe jetzt aktuell nicht so ganz darauf ein, aber ja, deswegen nur einiges abarbeiten und so ein paar Projekte noch abschließen, aber das war einfach nicht so das Richtige, ne? Deswegen, ja, wie gesagt, ein bisschen stressige Woche, und aber läuft eigentlich ganz gut, ne? Kann ich mich nicht beschweren. Vor allem, ich mache mal noch ein bisschen Sound an. So. Aha. Da ist es. Jetzt. Jetzt kommt der Sound dann. Das mit dieser Quelleneinbindung so von Spotify direkt, das ist immer noch ein bisschen schwierig, ne? Also manchmal hüpft es so ein bisschen raus, aber hey, egal. Wie gesagt, ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, richtig, richtig Bock und ich habe neulich echt schockiert so meine VODs durchgeguckt, ne? Hab gedacht, Alter, das ist halt wirklich schon der siebte Run, das ist wirklich schon der siebte Run, wo ich jetzt hier diesen Lies of P Level 1 Gedöns mache, ne? Sieben. Der siebte Stream ist es. Ich habe es echt ein bisschen unterschätzt. Ne? Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Vielleicht auch mein Skill überschätzt. I don't know. Aber das ist der siebte Stream tatsächlich. Ne? Holy moly. Holy shit. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich ziehe das durch. Egal wie lange es dauert. Und wir sind eigentlich auch schon relativ weit. Also ich würde sagen, zwei Drittel haben wir geschafft. Wenn jetzt mal dieses grüne Cthulhu-Vieh weg ist, dann würde ich sagen, ist eins der schlimmsten Sachen auf jeden Fall weg vom Fenster. Und ja, gucken wir mal, dass wir das halt durchziehen. Aber ich habe hier noch ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und zwar, bevor ich jetzt da wieder reingehe und mich wieder verprügeln lasse, will ich mir noch ein bisschen Quarz holen. Ne? Ich habe mir eben rausgesucht, wo finde ich denn noch Quarz? Und das sind, ich glaube, 7 Stück. Und 6 davon will ich mir holen, weil ich hätte gern noch, keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, aber ich hätte gern noch 2 Skill-Trees, 2 Levels, beziehungsweise so Skills, ne? Die will ich vorher noch machen. Und dann lassen wir uns verprügeln. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach auch gleich mal gleich ein, ne? Ah, hier den Sound aus. So. Sensationell. Ja, jetzt bin ich mal schon hier, ne? Venidis Werkstatt. Und da finde ich auf jeden Fall schon mal das erste Quarz. Der Treffer war sensationell. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, die habe ich komplett auslassen da unten. Da, die Puppe der Zukunft. Die droppen anscheinend alle so ein Quarz, ne? Ich habe halt jetzt nur die Giftsoße noch nicht ablassen, aber das ist mir jetzt erstmal
egal. Vielleicht klappt es ja auch so. Machen wir überhaupt für einen Schaden hier? Der ist doch gar nicht so verkehrt. So, einfach gucken, dass wir hier immer... Da muss ich weg. Das ist der langsamste Move der Welt. Aber trotzdem erwischt er einen, ne? Das war so klar. Das war so klar, ne? Das war so klar. Komm. Jetzt bin ich verreckt. Okay. Ich habe noch Alternativen. Ich habe noch Alternativen. Es ist irgendwie ein bisschen doof da unten in dem Giftsumpf. Ja, schon klar. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das ablasse. So, wo kann ich noch hingehen? Kathedrale, Tunnel. Ja. Ja, ich dachte mir, irgendwie macht das echt Sinn. Macht es Sinn, mir einfach da noch ein paar zu snacken. Weil, ich will halt zusätzlich einen Talisman. Und so ein bisschen, was ich mir noch gedacht habe, ein bisschen Fable wäre geil, ne? So ein vierter Fable-Slot. Das wäre natürlich auch äußerst nice. Und deswegen machen wir jetzt den ganzen Spaß. Kurz. Ich hoffe, das dauert nicht lang. Ich habe ja meine super geilen Notizen, meinen Zettel. Von dem her sollte man das eigentlich relativ schnell abgefrühstückt haben. Sagt er und geht beim ersten Mal drauf, ne? Das hat nur so semi-gut funktioniert. Okay, aber da drin müsste was sein. Ich habe mir aufgeschrieben, Kathedrale, Tunnel. Ja, oh, das sieht doch gut aus. Na? Hey. Ach so. Ja, genau, für das Gefäß. Kann ich mir das dann holen? Genau so war das, ne? Okay. Stargazer. So, what's next? Puppe der Zukunft. 2 und 3. Steffi, grüß dich. Hi. Ey, wie war dein Bergfest? Wie war deine Woche? Wie bist du ins Bergfest gekommen? Ich hoffe, du hast es vernünftig zelebriert. So, hier. Schön zu Zeiten Streams, wo man auch zuschauen kann. Wenigstens geht's nicht nur mir so. Wenigstens geht's nicht nur mir so. Das freut mich. Ey. Ich stehe halt normal um 7, um 5 auf, ne? Ah, da kann ich nicht bis irgendwie nachts um 2 oder sowas Stream gucken. Das geht nicht. Ich brauche doch meinen Schlaf. So, die zwei. Also der nicht. Sondern die Püppchen hier. Muss auch um 5 Uhr aufstehen. Ja, da ist sowas halt einfach nicht drin, ne?
werde verfolgt, ich werde verfolgt, stelle ich gerade fest. Kann ich mal aus der Soße rausgehen? Das wäre total geil. Ja, ich will mir hier gerade noch ein bisschen Quarz holen. Deswegen mache ich den ganzen Spaß hier. Dass ich mir noch ein, zwei Skills aufwerten kann. Oh Gott, da kommt jetzt die zweite, ne? Hey, komm mal raus aus der Suppe hier. Also wenn so irgendwann die Puppen aussehen, ne, dann gute Nacht. Puppe der Zukunft. Dann gute Nacht. Jetzt gib doch mal deinen Haxen her hier. Komm. Der ist ein bisschen gefährlich. Der macht nämlich unglaublich Schaden. Das Miese ist, dass die Puppenschnur bei der nicht funktioniert. Ja, komm mal raus da. Genau, da, so lobe ich mir das. Ja. Oh yes, oh nein. Hier geblieben. Uiuiui. Ich hätte es ja gerne Offcam gemacht, ne? Aber dafür hatte ich keine Zeit. Nicht greedy werden. Au! Alter! Voll auf die Rübe! Wie es halt nicht rauskommt aus dem Sumpf, ne? Und wie ich hier schon wieder ständig am Ausdauerlimit kratz. Komm heraus! Das ist ja schlimmer als den Drache verprügeln in Elden Ring. Ja. Super. Das war richtig geil. Oh. Lass mir mal eine Kugel springen. Komm, lass mir die Kugel springen. Gönnung. Und ein Quarz. Jawohl. Das war der Plan. So. Was haben wir noch? Kanal. Rosalie-Straße, ne? Ins Loch habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe genau geschrieben, Kanal, Rosa, RI-Straße, Bindestrich, Loch. Also. Abzugskanal, genau. Da müsste nämlich auch einer sein, der das droppt. So, und dann habe ich noch 4 Gesten. Also wenn ich der Puppe 4 Gesten beibringe, dann droppt die wohl auch was. Ich weiß nur nicht, ob ich 4 passende Gesten habe. Wie es den Katzen geht sehr gut, ne? Und
muss auch echt sagen, wir machen große Fortschritte irgendwie in der Vergesellschaftung von den Zweien. Richtig schön zu sehen, wie sie einfach immer mutiger aufeinander zugehen und auch sich mal beschnuppern und ja, das macht das Ganze halt noch ein bisschen anstrengend, weil wir es ja halt immer noch so ein bisschen getrennt halten müssen. Aber den beiden geht es an sich sehr gut, ne, und fühlen sich total wohl hier. Sehr schmusig beide, sehr, sehr schmusig. Und ja, total schön. Danke der Nachfrage. So, hier müsste es sein, ne? Hey! Das ist auf jeden Fall ein Loch im Kanal. Schauen wir mal, ob es klappt, ne? Das ist ein guter Anfang, ja. Ja, eigentlich hieß es ja, die verstehen sich, ne? Aber dem war halt nicht so. Und deswegen sind wir jetzt halt seit ein paar Wochen eigentlich schon dabei, die einfach langsam so gegen so einander vorzustellen und vergesellschaften und dass sie sich beschnuppern können, kennenlernen können und einfach gut miteinander auskommen. Irgendwann, hoffentlich, ne? Aber wir sind da sehr zuversichtlich, ja. Okay, das war jetzt natürlich äußerst doof, ne? Das war jetzt natürlich äußerst doof. Ich will doch nur den Quarz haben hier. Ja, auf jeden Fall. Darf ich da durch? Darf ich durch? Also für jemand. Meine Herren hier! Was? So, hier ist ein Loch. Also rein ins Loch. Geh weg. Und du auch. Ja. Wer ist der Nächste? Ja, ich habe auch die Tür wieder auflassen, dass, falls er Bock hat, dass er wieder vorbeischauen kann, ne? Der Kleine. Ja, her damit, her damit, her damit. So. Jetzt muss hier irgendwo so ein etwas größerer Typ kommen. Eigentlich. Sag mal, habt ihr kein Zuhause? Warum lebt sie hier im Kanalschacht? Da, du, hast du den Quarz für mich? Danke. Auf jeden Fall hast du keinen Kopf mehr. Da stimmt was nicht bei dir. Daneben. Ich sollte nicht so Sprüche klopfen, ne? Er bricht halt schon wieder nicht zusammen. Ey! Alter. Ihr wollt mich doch komplett verarschen hier. Oh, das geht ja gut los. Oh, das geht ganz furchtbar los. Oh Gott, geht das scheiße los. Ich fasse es nicht. Eieiei. Okay, einfach nur durch. Einfach nur durch. So viel zu den Plänen, ne? Man sollte einfach gar nicht anfangen, sich irgendwelche Pläne zu machen. Die sind eh zu 90% für den Arsch. Ne? Ich mache mir da so einen schönen Zettel. Ja, da ein paar Stationen abklappern. Ein bisschen Quarz abstauben. Passt schon. Ne? 10 Minuten, dann sind wir da durch. Scheißdrecken, Alten. So.
So. Weg. Alle weg. Danke fürs Kacke werfen. Ist jetzt ja widerlich. Oi, was für ein Move. So. Durchlassen. Dankeschön. So, jetzt schaue ich zuerst da hoch. Ne? Ja, ich bin halt einfach so ein Trottel, ne? Das muss man halt einfach auch dazu sagen. Anstatt zuerst den Shortcut aufzumachen, lasse ich mich halt erstmal verdreschen, ne? So, Chef. Alter! Weg! Ja, endlich! So lobe ich mir das. Ah. Oh. Na, 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 na. Sternfragment, was? Liegt es da hinten? Danke fürs Scheiße werfen. Zwei auf einen Streich. Jetzt muss hier aber das Quarz sein. Come on, enttäusch mich nicht. Ah, Nummer 2. Okay, geil. Das heißt... Rosalie-Straße haben wir. Malum-Distrikt. Da müsste auch noch eins sein. Ich glaube, ich habe halt keine 7 Gesten für 4 Gesten. 4 Gesten für die Puppe. Probieren wir es mal aus. Das wäre natürlich entspannt, ne, wenn wir die einfach durch die Quest kriegen. Dann geht's zum Cthulhu. Ja, ich nenne ihn gern so. Er sieht halt wirklich so aus. So. Moin. Trauer lernen, klatschen lernen. Ich komme wieder. Alles klar, ich kann den nur die 2 lernen. Dann. Machen wir noch die 2. Puppe, würde ich sagen. Das Geschütz haben wir ja zum Glück weg, dass uns das nicht auf den Keks geht hier. Vom Schmetterling verdroschen. Der kann ganz schön zuhauen. Guckt euch den mal an hier. Dunkelmond, Mondstein. Ja, aber ich brauche ein bisschen anderen. Das ist natürlich die beschissenste Location ever, ne? Ah! Okay, ich hab's im Griff, ich hab's im Griff. Keine Panik. Keine Panik. Die sind ganz schön schnell. Okay. Wunderbar. So. Jetzt können wir weiter diskutieren. Ah! Wie sie mich halt one-hittet, ne? Ah. Och, das tut doch nicht Not.
Das tut doch absolut nicht Not. Ja. Miyazaki, du bist schuld. Du bist schuld. Du hast mit dieser ganzen Giftsumpf-Kacke angefangen. Und jetzt machen es dir alle nach, weil sie es alle aus irgendwelchen Gründen geil finden, Giftsümpfe zu machen. Ne? Warum auch immer. Da kommt er. So, jetzt schauen wir, dass wir gleich mal ein Fail reinkriegen. Ne? Habe ich irgendwas Cooles zum Werfen? Sollte mal ein bisschen aufpassen. Streugranate. Wow. Nicht so viel Damage auf einmal. Dreimal Haxen-Attack. Das war close. So. Jetzt friss meine Streugranate, ne? Guckt euch mal diesen Schaden an. Ja, Wahnsinn. Zwei. Wo ist der dritte? Kommt nicht. Okay. Yes. Ich warte mal mit dem Fable. Ja. Komm. Uno, dos. Au. Spinnst du? Nein! Ja, super. So viel zum Thema. Ich gehe nur schnell ein bisschen Quarz holen. Was machst du denn? Solche Übungen haben wir früher beim Turnen gemacht. Okay. Müsst ihr eigentlich gleich wieder zusammenbrechen? Jawohl. Komm her. Yes. Darf ich durch? Danke. Also eins sage ich euch, ne? So ein Level 1 Run ist nichts für ungeduldige Menschen. Aber Souls hat mich eins gelernt und das ist Geduld und Leidensfähigkeit, ne? Ey, fuck! Okay. Nein! Planänderung. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, das ist doch so scheiße, oder? No. Einfach no. Ich sollte einfach nur meine Klappe halten, ganz ehrlich. Ich habe gerade noch gesagt, ja, perfekt für geduldige Menschen. 2 Sekunden später, ich hab keinen Bock mehr. Oh, das war einfach nur. Oh. Perfekt für Kev, definitiv. Ah. So, Moment. Ich hab Pläne, Leute. Ich hab Pläne.
Und zwar müsste hier auch noch einer sein. Ich habe ja für alles ein Backup, ne? Ich habe für alles ein Backup. Also von dem her. Ich habe mir 7 Quarzorte aufgeschrieben, nämlich. Von dem her ganz entspannt. Und zwar, nee, bei dir nicht. Bei dir kriege ich gar nichts. Jetzt müssen wir nämlich dann zu diesem komischen Typen hier kommen. Servus. Und hier... Habe ich das schon geholt? Ich glaube, das habe ich schon geholt. Ja, okay. Dann Hotel. Scheiße, das habe ich schon. Eins brauche ich halt noch. Ich brauche halt jetzt 3. Deswegen, aber das ist gut, dass wir hier sind. Dann kann ich gleich mal noch ein bisschen Fable nachkaufen. Servus. So, kryptisches Gefäß. So, was haben wir da? Ja, okay. Schlage die Puppe, die an der Alchemistenbrücke am Elevision Boulevard hängt. Yes. Machen wir das doch. Rathaus? Hier. Ich fasse es nicht, wie viel Zeit ich jetzt da schon verschwendet habe, ne? So. Let's go. Okay. Schauen wir mal, was zu werfen. Ja. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Zielwasser. So, schickt mir mal ein bisschen Zielwasser, Leute. Sonst wird das nix. Ah. Hey. Ah, da ist ja schon. Briefe der Adresse der Zuflucht. Genau, okay. Da. Das ist so krass. Das sind geile Rätsel, wirklich. Das sind geile kleine Rätsel. Ich habe alle hingerückt, nur dieses Zimmer habe ich ums Verrecken einfach nicht gefunden. Das ist auch an irgendeinen Film angelehnt. Ich weiß nur nicht mehr an was genau. Und zwar ist es. Hier. Hier müsste es sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Yes, indeed. Da steht die Nummer drauf. Ich bin so oft dran vorbeigestiefelt. Hey, das gibt's gar nicht, ehrlich. Ah, oh, yes! Und noch ein geiles Kostüm. Okay, wir sind bereit, Leute. Wir sind bereit. Hotel und dann ab geht die Post. Ich brauche Kohle. Kohle. Servus. Hm.
10. Passt. Kugeln müsste ich eigentlich noch genügend haben. Aber ich dachte mir, ich kaufe mir noch ein bisschen Thermite. Das ist, dass ich einfach auch ein bisschen was zum Werfen habe. Erstens mal ist das Vieh sehr feueranfällig, glaube ich. Okay, was machen wir? Das habe ich. Das ist Crap. Das ist auch Crap. Gürtelslot. Ja, das kann ich halt noch nicht machen, ne? Was habe ich da noch? Nach Pulszellengebrauch Deckungsrückgewinnung beibehalten. Amulettslot. Ah, ja, okay, auf jeden Fall. Safe. Wenn entladen, Überwältigungsangriff. Nee. Von Ausweich- und Sprintangriffen auf. Okay. Jawohl. Und da nehme ich noch Schaden verringern bei... Okay. Perfekt. Jetzt habe ich sogar noch einen übrig, ne? Und jetzt macht er auf. Jetzt macht er auf. Okay. Passt, aber ich habe einen zusätzlichen Fable. Das ist cool. Ja, ja, du hast nix, ne? Du hast kein Feuer. Dann muss ich da nochmal hin. Malum Distrikt. Okay. Ich habe meine ganze Kohle habe ich bei diesem Riesentrottel liegen lassen. Okay, da. Ein Kügelchen. Jawohl. Okay, wir sind sowas von versorgt. Wir sind sowas von versorgt. Jetzt geht's los. Es beginnt erneut. Oh yes. Ich hab Bock, ganz ehrlich, ich hab Bock. Wirklich. So, also. Weg damit, das brauche ich aktuell nicht. Ja. Ja. Ja, wir sind ready. Wir sind ready. So, da bin ich wieder. Das war der absolut geilste Start aller Zeiten. Das muss man schon sagen. Momonari, grüß dich. Hattest du ein schönes Bergfest? Das war mehr risky, als ich wollte. Okay. Okay, okay.
Heute ist er aber sehr stachelig unterwegs. Das will mich stupfen. So. Okay. Komm her zu mir. Ah, das ist halt der super, super Zeitpunkt. Oh mein Gott, ich liebe Rupin für diesen Tipp. Wirklich. Scheiße. Das ist ja der Wahnsinn. Das funktioniert halt wirklich, ne? Hab ein paar Frösche gehäkelt, muss ich also sagen. Ja, du hast Frösche gehäkelt. Wofür sind die, wenn ich fragen darf? Das ist ja cool. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal so ein bisschen versucht, häkeln zu lernen, ne? Aber habe dann ehrlich gesagt irgendwann wieder aufgeben. Tatsächlich. Ich habe so ein... Ich wollte mir eine Mütze häkeln. Aber habe dann so bei der Hälfte, würde ich sagen, habe ich aufgeben, ne? Irgendwie habe ich es nicht so schön hingekriegt, wie ich mir das gewünscht hätte. Oder wie ich mir das gewünscht habe. Ja, genau. Für mich ganz allein. Voll schön. Das heißt, die sind zum Kuscheln da, oder? Okay, das lief ganz gut. Für den ersten Try heute. Kann man lassen. Okay, es wird schlimm, Leute. Es wird schlimm, 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 schlimm. Schlimme Dinge werden passieren. Ja. Ich muss halt wirklich gucken. Dass ich mich von dem Lulatsch nicht in die Ecke drängen lasse, ne? Meine Elefanten-Gang. Das finde ich ja echt cool, wirklich jetzt. Vor allem Frösche. Ich hatte dann doch ein bisschen jetzt nicht so ein, ich sag jetzt mal, gewöhnliches Kuscheltier, ne? Aber gerade das finde ich irgendwie total cool. Ja, genau, den Fehler mache ich immer wieder, ne? Okay, aber ich finde für den ersten Try heute war das gar nicht so verkehrt. Ja, wie gesagt, ich habe da mal dann versucht, so eine Mütze zu häkeln. Da gab es, wie gesagt, so Set mit Anleitung. Ich glaube, das hieß irgendwie My Boschi oder so. War echt motiviert, ne? War echt motiviert, habe mir das alles durchgelesen, habe auch angefangen, mir ein Muster überlegt und alles, ne? Und dann so ab der Hälfte hab irgendwie bin ich nicht mehr so vorankommen, wie ich das gern gehabt hätte. Dann habe ich es echt lassen, ne? Das ist eigentlich voll schade. So. Da wollte sich's wieder schütteln, ne? Schnell. Richtig. Ja, hier geblieben. Yes. Okay, Leute, ich hoffe, der Ton passt so für euch. Ey, das ist mittlerweile echt
Glaubst du mir, Leute, das Vieh hat mich im Schlaf verfolgt, wirklich. Ich kann es jetzt auch echt schon fast auswendig. Ton ist gut, danke fürs Feedback, das freut mich. Das hat mich sowas von im Schlaf verfolgt, ne? Darf ich hier weg? Danke. Schauen, probieren wir das mal bei dir aus. Ja. Ich hab einfach einen Knick in der Optik. Da kann man sagen, was man will. Ich krieg das einfach nicht hin, wenn das so auf mich zukrabbelt, ne? Oder beziehungsweise ich hab da so Probleme. Ich weiß nicht warum. Ich kann da irgendwie die Distanz so schlecht einschätzen. Okay. Hier geblieben. Du hast wirklich noch Leben, oder? So, okay. Ab geht der Peter. Da einfach weg. Und wie gesagt, ich darf mich einfach nicht in die Ecke drängen lassen. Ey, komm, diese Attacke in der Arena ist einfach absolut... absolut bescheuert. Sorry, aber es ist so. Es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Der muss einfach geblockt werden. Sonst habe ich so verratzt. Ich muss also gucken, dass ich so weit wie möglich von ihm wegkomme. Ja, ich habe nämlich keinen Bock auf den roten Sprung. Das war nix. Oh. Alter! Er tötet. Wusa. Da hast du keine Chance mehr. Da hast du keine Chance mehr. In der Arena, die ist so eng. Wenn der mal zum Krabbeln anfängt, ne? Dann hast du keine Chance mehr, wenn du den ersten Block verkackst. Das ist so schlimm. So schlimm. Kapit. Moin. Servus. Ganz gut. Ich bin irgendwie ein bisschen müde. Nicht so ganz auf der Höhe, muss ich gestehen. Aber alles in allem... war ein bisschen eine anstrengende Woche tatsächlich, aber alles in allem geht's mir gut, ja. Danke der Nachfrage, wie geht's dir denn? Und Rupin Mahlzeit. Ich küsse dein Herz für diesen geilen Tipp, dass ich einfach nur an seinem Schädel bleiben muss, ne? Das ist so deluxe. Da wieder mal weg. Danke. Ah, das war dumm. So, Cthulhu, wie schaut's aus? So viel Zeit muss sein. Okay. Auch etwas müde, aber ist ja schon Mittwoch. Ja, Bergfest. Bergfest ist einfach ein geiles Fest. Er fühlt sich einfach gut an.
Also mein letzter Sehtest ist noch gar nicht so lange her, ne? Und da hat man mir gesagt, ich sehe verdammt gut. Aber da habe ich einfach einen Knick in der Optik. Da habe ich einfach einen Knick in der Optik. Wie lief eigentlich noch deine Feuerriesen-Action? Hattest du noch mal ein heißes Date? Oh, edel, edel, edel. Jetzt habe ich das auch noch verstanden. Was meinst du damit, Steffi? Ah. Komm. Hubel. Das war schon wieder so fucking close. Oh mein Gott. Ich will es aber auch echt wissen, ne? Ich will es halt auch echt wissen. Ach, das ist mit dem Bergfest. Gibt's den Begriff nicht? Kennt man den Begriff nicht überall? Anscheinend nicht, ne? Ich dachte, das ist was Gängiges, aber ja. Bergfest. So. Bitteschön. Ich hatte ein heißes Date mit dem rothaarigen Biest. Er ist von meiner brennenden Leidenschaft zu Füßen gelegen. Fettes GG. Nice. Das ist doch schön. Ich hoffe, du hast deine großen haarigen Füße dann auch noch massiert. Ich kannte das tatsächlich auch nicht. Wirklich? Okay. Also ich dachte, das ist ein gängiger Begriff, ne? Tatsächlich, aber... Ah, ihr habt verkackt, ihr habt verkackt, ihr habt verkackt. Hallo. Oh mein Gott, wie habe ich den geblockt? What? Krabby. Hier den ist nur ein Fuß, den anderen schmeißt er ja weg. Hey, nur halbe Arbeit. Nur halbe Arbeit, aber... Danke für wenig. Dieselbe Happiness. Das ist doch schön. Weg da. Ich kannte es, falls es dich berückt. Sehr schön, Domonari. Ja. Ja, das beruhigt mich. Oh, oh. Wehe, wehe. Alter, du musst doch jetzt mal zusammenbrechen hier, oder? Wie schaut's aus? Oh mein Gott. Also was der an Leben hat, das ist ja wirklich unverschämt. Okay. Weg da! In der Schweiz sagen wir das nicht. Oder wenn, dann zu einem Fest auf dem Berg. Ich komme aus dem... So, liegen bleiben hier. Ich komme aus dem Allgäu, aus Kempten so in der Regel, in der Gegend, ne? Und da kennt man das, deswegen... Ja, genau, aber... Jetzt habe ich was gelernt, dass man das wohl nicht überall kennt. Okay. Wir haben ein Drittel geschafft. Oh, bitte verpiss dich und mach nicht dein... Oh! Oh mein Gott. Weg mit uns, weg mit uns.
Was bedeutet das, wenn der Gegner beim Angriff so rot leuchtet? Das bedeutet, dass du diesen Angriff nicht dodgen kannst. Du kannst nicht ausweichen. Du musst den quasi parieren. Du musst den parieren oder deinen Hintern ganz weit wegschieben, dass er dich halt gar nicht erst erwischt, ne? Aber dodgen bringt bei dieser Attacke halt nichts. Genau. Oh Gott, bist du anstrengend. Er macht halt nicht den Move, auf den ich warte, ne? Und gerade dieser Sprung ist so bescheuert. Da habe ich mich ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber aufgeregt, ne? Dass du den halt, wenn du blöd stehst, dass du den halt teilweise gar nicht siehst. Weg mit uns, weg mit uns, weg mit uns. Etwas gelernt. Schön, wenn meine Streams auch ein bisschen lehrreich sind. Das ist doch was. Oh Gott, die Hälfte haben wir, Leute. Weg, 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 weg. Nein! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Friss die Dose. Ja, die macht nicht. Oh, war der wichtig? Meine, ich muss mir die Waffe schleifen. Das auch noch. Oh Gott, das auch noch. Weg mit uns, weg mit uns. Weg, ganz schnell weg. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit zum Waffe schleifen. Ich fass es nicht, wie anstrengend der ist. Er bricht nicht zusammen, ne? Er bricht einfach nicht zusammen. Er sagt sowas von Hardcore nein. Oh. Kollege, uncool, wirklich. Nein! Ich bin doch gedodged! Ich bin wirklich gedodged. Ich bin wirklich gedodged. Oh, schade, hey. Oh. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, ne? Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, aber, Leute. Die Strategie ist da. Die Strategie ist da. Sie funktioniert. Aber es dauert. Hey, das. Wie lange hat das jetzt dauert? Wie lange hat das jetzt dauert, ne? Das ist so eine, irgendwie so eine Feuerriesenlänge, dieser Kampf, ne? Boah. Das hat mich jetzt sehr irritiert. Es hat so eine ermüdende Feuerriesenlänge, dieser Kampf. Vor allem, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel mehr Leben der in der zweiten Phase hat. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie schnell in Anführungszeichen ich das hier runterkrieg, ne?
Und wie ewig das bei diesem Dulli braucht. Boah. Ja, es ist einfach echt anstrengend, wenn so ein Kampf 20 Minuten oder so dauert, ne? Krass, ich wusste echt nicht, dass der so viel mehr aushält. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Rückhand watschen. Das war schlecht. Hallo. Das war der mieseste Zeitpunkt, den du dir dafür aussuchen konntest. Wirklich. Keine Ausdauer. Den längsten Kampf hatte ich bei Ishin Ashina. Eine Ewigkeit habe ich mit ihm getanzt. Ach, wirklich? Oh, Ishin ist geil. Egal welcher. Alt oder jung, Ishin ist einfach geil. Also Sekiro, muss ich sagen, mit großem Abstand der längste Kampf. Safe. Dämon des Hasses, ne? Safe Dämon des Hasses. Der Kampf dauert ja auch so ewig und du kannst den halt irgendwie auch nicht abkürzen, ne? Oder, welcher auch ziemlich lang dauert, finde ich, das ist, Vater 2.0, da im Hirata anwesend. Weil der Typ halt so viel Haltung hat. Das ist krass. Dem mal halt die Haltung zu brechen, ist echt schwer. Jetzt hotzt mir in der Ecke. Das ist ganz schlechte Position, was ich hier gerade habe. Richtig. Also Dämon des Hasses ist auch so ein Viertelstunde ermüdender Kampf, ne, wenn es überhaupt reicht. Okay, here we go again. Mach keinen Scheiß. Danke. Riss die Dose. Ganz ehrlich, wisst ihr, wie ich das jetzt mache? Mit dem Blocken da bei dem roten Sprung. Das mache ich nur nach Gefühl. Nur nach Zeitgefühl. Ich guck da gar nicht hin, weil das teilweise, ich habe ja gesagt, das ist teilweise so verschoben und dann siehst du nicht. Das ist wirklich komplett nur Zeitgefühl. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ey, die Attacken kannst du wirklich gern öfters machen. Ganz ehrlich. Würde ich feiern. Okay, weg, 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 weg. Ist da noch Bloodborne-Boss? Moment. Bei dem ich sehr lange mit Kruja hing. Aber spoilertechnischen Gründen sage ich dir nicht welche. Och, du kannst mich in Bloodborne nicht spoilern. Ich habe da so viele Playthroughs gesehen beim Check. Also, ich habe Bloodborne bis heute nicht hundertprozentig beendet, aber ich weiß so ziemlich alles über Bloodborne. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst, dass der mich jetzt da schon wieder one-hittet, ne? Es war Kurs. Der nackte weiße Kurs, hä? Off and of course. Ich freue mich so sehr auf die erste Begegnung mit Off and of course. Ohne Witz, ne?
Den habe ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ja, ich hab Geschichten gehört über Koss. Ich habe Geschichten gehört. Ich bin so deppert, ehrlich. Ich krieg's nicht mehr hin. Er hat mich einfach überrannt. Als ob ich nix wäre. Als ob ich für ihn eine Luft wäre, ne? Das ist nicht anständig. Läuft du einfach auch irgendwelche Omas auf der Straße um? Hä? Das war nicht cool. Ich glaube schon. Ich glaube, das grüne Sumpfmonster scheißt auch auf Omas und rennt sie einfach mitten auf der Straße, rennt das einfach um. Ne? So schätze ich den ein. Das. So nach mir die Sinnflut. Ich komm nicht hin. Ich komm nicht hin! Was? Ah. So. Friss die Dose. Endet den nicht gut für ihn. Ja, fettes GT. Was ich auch sehr empfehlen kann, ich glaube das nicht. Was ich auch sehr empfehlen kann, das ist das knallhart durchgenommen Bloodborne von Simon und Nils. Ne? Die hingen, glaube ich, 6 Stunden bei Orphan of Koss. Kugel, hier geblieben. Ja, das ist halt sehr belastend, wenn man den Crit dann einfach nicht drückt, ne? Weil er seine Bratzen im Weg hatte. Nur weil er seine Bratzen im Weg hatte. Bam. Hier Heilung ist nicht viel. Und das Ding ist auch leer. Okay. Das habe ich zu spät überrissen. Ja, das machen wir nochmal. So, okay. Leute, mir geht das Termit aus. Aber solange mir der Fable nicht ausgeht und solange mir, hier meine Kugeln auch nicht ausgehen, ist alles gut. Ich muss dann mal meinen Pulli ausziehen. Mir ist voll warm. Mir ist richtig warm. Ja. Ja. Ja, okay. Nice. Das war risky. Aber
Aber man merkt schon, das wird halt einfach echt Frühling, ne? Das ist voll geil. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Oh. Es hatte halt wirklich 20 Grad hier. Und die Sonne war da. Oh mein Gott, das hat sich so gut angefühlt, wirklich. Ey. Ich sehe nix, ich sehe überhaupt nix. Aus in Köln, 19 Grad und Sonne, ein Traum, nice. Ey. Es läuft nicht, es läuft nicht. Wieso füllt sich meine Waffe nicht mehr auf? Die ist abbrochen. Hier ist sie abbrochen. Scheiße, ja dann. Dann kann ich es vergessen, komm. Bitte sagt's mir jetzt nicht, dass die dauerhaft im Arsch ist. Mir ist das noch nie passiert. Bitte sagt's mir, dass die jetzt nicht dauerhaft im Arsch ist. Oh. Oh, danke Spiel. Danke Spiel. Oh mein Gott, mir ist jetzt wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Das wäre ein richtiges Problem gewesen. Oh mein Gott. Heute war echt schön. Wir hatten 23 Grad. Nice. Ja, Leute, Frühling is coming. Frühling is coming. So, jetzt mal Konzentration hier. Genug Cthulhu Action. Ich glaube das nicht. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Also 6 Heilungen will ich eigentlich echt haben. 5 Heilungen will ich eigentlich echt haben. Alter, du darfst nicht einen Zentimeter wegrutschen, sonst erwischst du dich halt, ne? Darfst nicht einen Zentimeter wegrutschen. 4 Heilungen will ich auf jeden Fall haben. Glaub das nicht. Und verreckt. So. Ansage. 6 Heilungen will ich haben. Okay, Leute, ich muss kurz meinen Pulli ausziehen. Mir ist voll warm hier. Hui, 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 hui. Oh. Leute, ich sag's euch, ich bin so heiß auf Freitag. Ich bin so heiß auf Freitag. Dragon's Dogma 2 kommt, ne? Und was ich bisher so gesehen habe, muss das... ey, wird das so geil. Das wird so geil und so riesig und so episch und... Oh. Ich freue mich so drauf und Freitag habe ich frei. Da mache ich einen größeren First Look in der Früh, ne? Schön mit Kaffee. Scheiße. Schönen Kaffee.
First Look Dragon's Dogma 2. Ich freue mich so drauf. Alles klar, guten Appetit, Perry, ne? Lass dir schmecken, lass dir munden. Hier geblieben? Ja. Und ganz ehrlich, ich check dieses... das kommt ja nur mit 30 Frames auf der Konsole. Ich check's ehrlich gesagt nicht. 5 Heilungen will ich auf jeden Fall haben. Ohne Worte. Ohne Worte. Du musst wirklich mal ein bisschen aufpassen hier. Ja. Das war die Ausdauer leer, ne? Wie oft musstet ihr eigentlich nur eine auf den Latz hauen, ha? Ui. Das tat weh. Also ich weiß nicht, es soll ja, es ist ja legitim, ne, wenn den Leuten sowas wichtig ist, irgendwie 60 oder noch mehr Frames oder 4K hochpolierte whatever Grafik, klar, sage ich dazu nicht nein, aber ich verurteile ein Spiel doch nicht vorher, nur weil es aufs, nur weil es in Anführungszeichen nur mit 30 Frames kommt auf Konsolen. Ich check's nicht, ne. Weiß ich nicht, also... Ganz ehrlich, solange es Spaß macht und eine tolle Atmosphäre hat und eine geile Welt und sowas irgendwie, dann sind mir auch die 30 Frames völlig latte. Und ich habe halt so viel Vorverurteilungen gelesen, irgendwie, dann spiele ich es nicht. Und dann denke ich mir, ja, dann spiele es halt nicht. Dann spiele es einfach nicht, ne? Ich kann zwischen 30 und 60 Frames kaum Unterschied erkennen. Es ist... Es also wenn man es dann mal spielt, 30 und dann auf 60 Frames wechselt, dann merkt man schon einen Unterschied, finde ich. Aber das haben wir, also ganz ehrlich, man gewöhnt sich auch voll schnell daran. Wenn man dann wieder ein 30-Frame-Spiel spielt, das ist eine Viertelstunde, merkt man es und dann merkt man es halt auch nicht mehr. Ne? Das, finde ich, löst sich so schnell in Rauch auf. Kugel! Ui, das war knapp. Da kann ich selber tatsächlich nicht erkennen. Es ist auch eigentlich nicht viel. Es ist wirklich eigentlich auch kein großer Unterschied. Finde ich jetzt so. Und ja, hier geht es ja anscheinend ähnlich, ne? So. Ran an die Rübe. War so klar. Oh, das war wichtig. Es ist... Ah, das ist leer. Okay, wir haben nur 7 Heilungen. Wir sind gut dabei. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Puh. Okay, 7 Heilungen. Gönnen wir uns mal ein Fable. Und jetzt volle Konzentration.
Ja. Ja, mach mehr solche Sachen, bitte. Das ist total super, was du machst. Wirklich. Ja. Wichtig. Okay. Ich weiß, ich habe immer noch viel Leben. Oh mein Gott, er macht gerade richtig gute Sachen. Aber ich heile mich jetzt trotzdem mal. Ich will volles Leben haben. Weg, 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 weg. Ja. Oh. Alles klar, Steffi. Ich wünsche dir auch noch einen wundervollen Abend. Ne? Komm gut durch die restliche Woche und danke, dass du da warst. Ne? Nein! Ach, leck mich doch mit deinem Verfall. Ganz ehrlich. Alter, wie kann da eigentlich jeder kleine Scheiß-Peak hat man sofort Verfall an der Backe, ne? Boah. Och. Hey, warum geht das gerade nicht? Tut mir leid, Domonari, ich weiß nicht, warum da jetzt keine Frage getriggert wurde. Muss ich mir mal anschauen. Wichtig. Komm, jetzt mach doch bitte was Vernünftiges hier. Bitte. Jetzt wieder im Arena-Ende, ne? Die ist so kacke. Weg, 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 weg. Ich habe wieder ein Fable. Krabbe. Krabbe indeed. Hey, come on. Das kann man doch keinem zumuten hier. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott.
Er macht die Krabbe. Das hat jetzt leider nicht viel Schaden gemacht. Scheiße. Wichtig. Ey, der ist völlig wahnsinnig. Ehrlich. Völlig wahnsinnig ist der. Ich raff's nicht, wieso der nicht mehr zusammenbricht. Ich raff's nicht. Ich musste jetzt auch mal einen Crit kriegen. Come on, come on. Weg hier. Schleifen, 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 schleifen! Seht ihr das, oder? Er bricht nicht mehr zusammen. Ich raff's nicht. Fable ist auch leer. Alles leer! Jetzt mal Real Talk. Scheiße. Danke. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Er bricht halt nicht mehr zusammen, ne? Leute, ich bin gleich wieder bei euch. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Nein. Komm. Ja. Ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Danke, 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 danke. Für die GGs, hey, oh mein Gott.
Ich habe selten so einen schlimmen Kampf erlebt, ehrlich. Wie lange hat das jetzt gedauert? Das waren doch safe 20 Minuten, oder? Oh mein Gott. Wir haben's, wir haben's. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Thank you for your heart. Let's go back to the hotel. Alles klar. Also wirklich, ich habe selten so einen anstrengenden Kampf gehabt wie den hier jetzt, ne? Boah, krass, der hat... Ich konnte gar nicht glauben, wie viel Leben der hat, beziehungsweise wie wenig Schaden ich mache. Ah, aber wir haben es, Leute, wir haben es! Wir haben es! Holy fucking shit, yes! Sowas von übelst indeed. Ja, Freddy, hey, vorlieb für dein Lurk, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen entspannten Mittwochabend und, ja, du, ey, verstehe ich total. Das verstehe ich total. Gerade Lies of P, du wirst es lieben, deswegen lass dich nicht spoilern, ne? Adi, Real Talk, ich habe ihn vor 3 Minuten gelegt. Hey, ich habe mir so viel Zeit lassen, wie es ging, ne? Ohne Scheiß, ich habe safe, 20 Minuten hat der Kampf dauert, safe. Ne? Also ich habe es rausgezögert, ich habe mir Mühe gegeben, aber du warst langsam, du warst langsam. Andi, schön, dass du da bist, ne? Wie war dein Dönieren? Danke für die Schellen. Und noch eine. Also mit der Einstellung wirst du nirgends zum Tanzen einladen. Das sage ich dir gleich. Wow. Hey, ich kann dein Moveset nicht mehr. Gib mir mal. Haha. Gerade heute, wenn ich nicht da bin, strengst du dich besonders an. Hey, ich sag ja, ich hab's wirklich so lang rauszögert, wie es ging, solange meine Nerven mitgemacht haben und sowas, ne? Und der Kampf hat 20 Minuten dauert safe. Ich lade ihn hoch. Versprochen, ich lade ihn auf meinen YouTube-Kanal hoch. Ich habe auch ehrlich gesagt die erste, wie spät haben wir es denn jetzt? Also ich habe ungefähr 1 Stunde heute braucht für den, ne? Weil die erste halbe Stunde habe ich ein bisschen rumdrillert. Weil ich hatte den glorreichen Plan, mir noch ein paar Quarz zu besorgen, ne? Und das hat sich als schwieriger herausgestellt, als mir lieb war. Also irgendwas stimmt mit dem Sub-Alarm hier bei Twitch nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass ich abonniert habe und nichts kam. Nur so als Info für dich. What? Ist das dein Ernst? Warum nicht? Lass mich mal kurz gucken. Das geht natürlich gar nicht, ne? Warte mal, aber bei mir steht jetzt auch nichts dran, dass ich Abonnent bin, oder?
Du hast halt diese 1 davor, das heißt, du bist einer der ersten Abonnenten. Du bist ein VIP. Ja, genau. Ich kann den ja mal kurz triggern. Moment. Ich kann den ja mal kurz triggern. Abo. Test Alert. Wolltest doch nur die Wortmusik hören. Also eigentlich müsste gehen. Eigentlich müsste gehen, eigentlich müsste alles passen. Ja. Ist auch aktiv, also von dem her. Ich kann es dir leider, leider, leider nicht sagen. Das tut mir leid, wenn es nicht... Ja, aber echt. Aber echt, Real Talk. Ja. Oh. Ja, irgendwie ist das manchmal so. Ich check's auch nicht. Also jetzt nicht nur bei mir, sondern halt bei anderen Streamerinnen und Streamern auch. Donari wollte auch vorher eine Herr der Ringe-Frage triggern und die hat irgendwie auch nicht geklappt. Danke, vielen, vielen lieben Dank, ne? Ja, wie war's? Dönieren. Dönieren. Ich mag das Wort, ich finde das cool. So, jetzt schon sind wir wieder in der Pampe drin. Habe ich da noch was? Natürlich habe ich da nichts mehr. Brutal voll gleich. Okay, das klingt ernst. Das klingt richtig ernst. Brutal voll gleich. Oh, Leute, ich kann das Endgame riechen. Ich kann das Endgame riechen. Eine halbe Pizza geteilt mit dem Kumpel, dann selbst Döner gegessen, danach nochmal ein Dönerbrot zum Knabbern und 3 Baklava. Dekadente Hardcore-Gönnung, würde ich mal sagen. Hey, holy shit. Alter. Okay, ja gut, dann verstehe ich dein brutal voll. Das ist schon... Jetzt gibt's Hülsen für die langschlanke Linie. So muss das. Gönn dir. Lass dir schmecken. 7 Bier sind auch ein Schnitzel, ne? So, aber Leute, ich muss eine kleine Pause machen. Ich brauche eine kleine Rauchpause nach der nach dem ganzen Stress, ne? Ich kann es doch gar nicht glauben, hey, geiler Shit. Ja, ich gehe mal gleich auch mal ins Hotel, chillen da ein bisschen und würde sagen, bis gleich, ne? Okay, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Immer für einen Absturz gut hier. Oh, nein! Nein! Oh Gott, ich bin so dumm. Ja, du. Bei mir ist auch alles cool. Ich habe gerade ein bisschen Urlaub die letzten 2 Tage.
So für die Eingewöhnung der Katzen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte kein Ruhen, wer tot. Ah, mein Gott, wie dumm ist das denn? Oh, oh mein Herz. Ah, 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 ah. What the fuck? Seid ihr wahnsinnig? Ah. Scheiße. Boah. Richtig starker Boss mit. Ihr leckt's mich doch am Arsch, hey, ganz ehrlich. Warum ist hier eigentlich über eine Ritze? Hack, 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 hack. Oh, ich hasse es so sehr. Ohne Scheiß. Da hat die so eine Range. What the hell? Jetzt mach ich die gleiche Scheiße schon wieder. Jetzt mach ich die gleiche Scheiße schon wieder. Leute, das war keine Wiederholung. Das war... Die Dummheit ist greifbar, messbar, essbar. Alles. Dummheit ist real. Absolut real. Holy. So nervig einfach nur. Alter, bist du wahnsinnig? Jetzt? Oh. Fuck! 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 Was? Was? Sogar die Haltung brauchen. Ich hab aber nix. Nein, mit der Faust. 3 Secrets. Alter, wie geil. Und was mich immer so ein bisschen nervt, ne? Das ist, wenn man farmt und Gegner halt auch noch was anderes droppen als diese Waffe. Und dann blitzt so ein schönes Item auf und du denkst dir, deine innere Elster sagt dir, oh, was Glänzendes, geil. Und du gehst hin, voller Vorfreude, wie ein kleines Kind an Weihnachten, packst das Item aus und dann kommt irgendwie ein... Bei ihm zum Beispiel, ich glaube, irgendwie so ein Menschenknochen, das sieht aus wie so ein Beckenknochen, ne? Ich sage, danke für unfassbar wenig. Ja. Stein mit seltsamen Zeichen, ihr könnt. Servus! Ich nehme die linke. Ey, bleib stehen! Morgana und. Spricht man die aus? Huis? Jetzt komm, ganz ehrlich, die hat doch was. Ganz schön klein. Ansprechen. Hallo. Die will nicht mit mir reden. Ansprechen. Hartknollensaft? Beladen. Sagt ihr schwere Last, geht die Ausdauer schneller zur Neige. Verkauft oder legt Gegenstände ab, die ihr nicht länger benötigt. Ja, okay. Ach so. Jetzt bin ich zu schwer. Ich dachte, das... Schnurribert, ich nehm dich nicht, Huckepack. Tut mir leid, du musst selber laufen. Oh mein Gott. Ah, das wollte ich haben. Ah. Ich habe die Meldung gelesen, Schnurribert. Ich kann dich auch verkaufen. Heißt ablegen oder verkaufen.
So, da bin ich wieder und ich habe Begleitung dabei. Mein oder unser Kater Shiva beehrt uns. Gleich wieder ein bisschen am Sofa gekratzt, ne? No matter what fate brings us, ja. I will be it, lady, and serving her welcome. So, okay. Ich soll dich lieb grüßen, Shiva. Ja, ich habe übrigens nachguckt. Ich weiß nicht, warum der Abo-Alert nicht ging, aber du hast doch schon, also du... Alter, du bist ja schon Abonnent. Ich check's irgendwie nicht ganz, tatsächlich. Und wie gesagt, warum der Alert nicht kam, weiß ich auch nicht. Der Test-Alert hat funktioniert. I found the last let the punish a great weapon. So, was kriege ich von dem nochmal? Wut, Angriff, Ausweichen verfügbar. Ah, okay, verstehe. Oh, das Katana. Ich habe Geschichten gehört, dass das eigentlich ziemlich geil sein soll. So, du willst, dass sie dein Männchen finden, ne? Gib mir, wehe, du gibst mir dann nicht die Schallplatte. Dann werde ich stinkig. No. Now the golden you see just after. I always will. Okay. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe, wie gesagt, eigentlich soll's gehen. Aber es kam auch nichts im, stand auch nichts im Chat. Ich weiß es nicht. Kann ich dir leider nicht sagen, Andy. So. Danke für Verfall. Ich hasse diesen Status. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Status hasse? So, tschüss, Leute. Wie ist da nochmal hin? Gott, da sind schlimme Dinge da unten. Die E-Mail ist gekommen. Hauptsache die Rechnung kommt, ne? Adi, das tut mir leid, ich weiß. Kannst du nicht sagen, wo das liegt. Aber trotzdem vielen lieben Dank, Mann, hey. Du bist so irre, Mann. Du bist einfach irre. Das überlebe ich doch niemals, oder? Nimm dir das Ding und weg mit deinem Hintern. Ja, das ist ja wichtig. Hey, danke, dass du das machst, weil, wie gesagt, muss ich nachgucken, aber das habe ich auch schon bei anderen gesehen, dass das manchmal spackt aus irgendwelchen Gründen rum, ne? Keine Ahnung. Der Test-Alert hat funktioniert. Tröste dich, ich habe mit dem Test-Alert, ne? Du hast Wort zu hören bekommen. Die Wortmusik. Mehr kann ich dir leider heute nicht bieten. Okay. Bäh, ja, super. Ich vergaß, der spritzt ja ein bisschen. Der saut ja ein bisschen rum. Ja, dann heißt Sparer, Sparer, ne? Und nicht irgendwie auf komische Ideen kommen hier mit Level 1 oder Level 0 Waffe. Und das Schlimmste ist, wenn der Estus alle ist, ne?
Hast du denn schon eine Idee, wenn das das ist, was du... Ja gut. Ah, hast du das deswegen heute geschickt, ne? Hast du mich da ein bisschen gespoilert, was du... Oh. What? Geh weg! Alles klar. Hast du mich da ein bisschen gespoilert, was dir da so im Auge rumsticht, hä? Also echt interessant, ich gucke eigentlich jeden Monat rein, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen vorher, sobald halt die ganzen Game Pass Games bekannt gemacht werden, was denn so Neues erscheint, und da war das nicht dabei. Aber die schieben ganz gern auch mal was noch spontan nach, von dem her. Ziegen-Simulator. The Goat Simulator, Teil 3. Den werde ich eh mal spielen. Safe. Irgendwann. Wenn nur noch Crap auf dem Markt ist und ich alles durchgespielt habe, dann werde ich den Goat Simulator reinwerfen. Alter, geht's weg! Ich komme da nicht durch, oder? Ich überlebe das nicht! Ich überlebe das nicht! Ich überlebe das! Nice! Da will ich nicht hin. Ich glaube, da brauche ich nichts. Was ist das? Was ist das? Wer ist... Okay. Ich glaube, ich weiß, was es war. Ich glaube, das war sein komischer Tentakelbart, ne? Das war sein komischer Tentakelbart. Alter, den musst du mal stutzen. Ich empfehle eine Bartschere. Igitt, pfui. So, jetzt jage ich mir mal das Ding rein, was sowieso nichts bringt, ne? Gehst du weg? Danke. Tentakelbärte sind sowas von overpowered. Was ist... Hä? Was war denn... Was ist das? Aber die schauen irgendwie fesch aus, muss ich sagen. Also ich find den cool. Wie kann ich mir sowas wachsen lassen? Hä? Wie kann ich mir sowas wachsen lassen? Ah, genau. Jetzt bin ich hier. Pest. Das war das Intelligenteste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Das war das absolut Intelligenteste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Den doch schön auf den Träger drauf lassen, ne? Ja, Wahnsinn. Okay. So, von da bin ich kommen. Das Pass, der wird mich jetzt wahrscheinlich killen, ne? So, wo ist denn ihr Macke? Außer man hat ein Glas voll Dreck. Wo ist jetzt ihr Macke? Die schuldet mir noch eine goldene Schallplatte. Die schuldet mir noch sowas von eine goldene Schallplatte. Oh! Erwischt, verputzt. Okay, aber ich finde diese Gegner, diese komischen Skorpion-Teile da, die sehen viel schlimmer aus, als sie sind. Ich finde, denen kann man so easy ausweichen. Die sind irgendwie ein bisschen doof im Kopf. Also die... Deswegen... Machen wir auf jeden Fall.
schön, wenn man einen Shortcut hat und es dann verkackt, den zu nutzen, ne? Okay. Hol ich schnell dem sein Bart wächst, hey. Ich will, boah. Alter, der muss mir verraten, wie das geht. Ohne Scheiß. Der muss einfach nur ein bisschen pressen und dann sprießt der Bart. So, wer will zuerst nicht schellen? Okay, die chillen, das ist gut. Das war so klar. Wieso sage ich eigentlich noch irgendwas? Wieso sage ich eigentlich noch irgendwas, wenn es mir nur Kacke beschert, ne? Die sind so einfach, die kann man super dodgen. So, Etza. GG für den Shortcut. Spuck jemand anders voll. Das ist schon crazy. Der Damage hier ist einfach irre. So, jetzt ist glaube ich meine Kohle weg, ne? Ja, ja. Okay, da pfeife ich mal kurz drauf. Aber du, dich will ich haben. Drauf auf das Skorpion, Bobo. Schau ich mal die Bäckchen an. Nicht schlecht. Braucht halt relativ viel Ausdauer dafür, ne? So easy ist es gar nicht. Merke ich gerade so. By the way. Wow. Ja. Komm, noch einen zweiten. Das war dumm. Oh mein Gott, das hat wirklich gereicht. Ich kann nicht mehr laufen. Wow. Ja. Er macht ein kleines Schläfchen. Das ist gut zu wissen. Ja. Perfekt. Sehr schön. Wo kann ich das machen? Da. Alter, das ist wie Leben.
Oh mein Gott! Was war denn das für ein Surf-Move? Komm! Ja, das ist leer! Guck nicht so lang da drauf! Wie sie immer eine halbe Stunde überprüfen. Oh, ist wirklich leer? Oh mein Gott, scheiße. Wow. Das war eine Hetna-Tee, aber vom Allerfeinsten. Das muss man lassen. Noch eine? Scheiße, scheiße, scheiße! Warum mache ich das? Leute, warum mache ich das? Okay, wichtig. Ich habe wieder eine Heilung. Gott, hat das unverschämt viel Heilung. Ja! Ja! Auf der Arsch! Oh. Was krieg ich? Amulett der Mörderpuppe. Was bringt mir das denn nochmal? Erhöht der Schaden, der Menschen zugefügt wird. Ja, okay. Ja. Kann man machen. Nee, hier liegt er nicht drin, glaube ich. Ich glaube, das war nicht hier. Es müsste eigentlich noch ein bisschen weiter vorne sein. Ja, 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 da unten. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann müsste der Typ da liegen. So, mal hier wieder ein bisschen. Was? Was? Jetzt hältst du auf, was war denn das gerade? Ich hab einen Shortcut, ich hab einen Shortcut, keine Panik. Ah. So, ich würde eigentlich gern noch. Wer kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt. Wie heißt Illusion? Der Wanderer, ne? Der kommt als nächstes. Oh, yes. Der wird auch übel. So, ich glaube, da liegt der drin. Ja. Und dieses Mal. I'm a human. Just a soldier. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Are you a stalker? Name's Der ist auf jeden Fall nicht mehr fresh, ne? The suburb communications cover. Okay.
Genau, und ich darf der nicht sagen, dass er ein Monster ist, ne? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gemacht und dann hat sie mir nur so einen Schrott in die Hand gedrückt. Ich will ja die Schallplatte haben. Der wird super. Naja, ich habe da eher noch gemischte Gefühle. So, jetzt klatschen wir uns mal das Ding hier rein, ne? Weil das kleine Wiesel ist am Start, oder? Das Wiesel, ja. Hallo Wiesel. Ah. Oh, zu kurz. Komm, lass mich dich backsteppen. Ich finde, der klingt irgendwie so ein bisschen wie Bart Simpson im Original. Wirfst du mich damit Kacke? Backstep. Okay. Ein bisschen rauchiger, ein bisschen kratziger die Stimme, aber ich finde, irgendwie hat der was von der Original Bart Simpsons Stimme. So. Die schnappe ich mir noch, die Bratwurst. Nix hier, Grabschi, Grabschi. Nee, nee, nee. Ah, was war da oben noch? Oh! Natürlich lebst du noch. Klar! Ah, ergo, okay. Ich bin echt am Spechten. Jetzt muss so langsam aber sicher endlich mein Mondstein kommen, ne? So, Kollege. Alter, du deppert oder was? Du kannst die Puppen zu ihm holen, also die Viecher da, nein. Okay. Ja, aber das klappt schon, den will ich so machen. Das ist nicht der Clown. Beim Clown hole ich mir gern die Hilfe, aber das Wiesel ist eigentlich gar nicht so tragisch. Eigentlich, ne? So, okay. Dritter Versuch. You lost, little lamb. Hand over all you've got. Ah, der Backstep wollte nicht. Ich muss so. Guckt euch das an, meine Ausdauer ist futsch! Okay. Was droppt der? Was droppt der? Weiß das jemand? Also er droppt halt wahrscheinlich seine Rüstung, ne? Dass ich auch mit so komischen Wiesel-Face und
zerknautschten Schnurrhaaren rumlaufen kann. Also wirklich, Real Talk, das Schlimmste ist wirklich die absolut fehlende Ausdauer. Das ist so crazy. Da, wieder leer. Es ist der Wahnsinn. Hör mal auf mit Scheiße zu werfen. Ich krieg den Backstab nicht hin. Auf jeden Fall droppt er was ganz Wichtiges. Das für den ganzen Run unverzichtbar ist. So, her mit dir. Er bleibt schön brav stehen, das muss man lassen. Ey, fuck you! Ganz wichtig, ganz wichtig. Er droppt mir eine, du kommst aus der Gefängnis, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Ah, okay. So. Fable-Gönnung. Rein mit dem Stuff. Bart Simpson? Danke für die Hitbox. Guckt's euch an. Du machst ganz schön Schaden mit deiner Müllaxt. Welcome to the city of the future. And the future is death. Schnauze. Kugel in your face. Oh mein Gott. Alter, als ob du da dodgen kannst. Du willst es? Du willst es? Du willst es? Du willst es! Du kriegst es. Gleich. Heute, irgendwann. Ja, leck. Ich hab den Typ einmal bekämpft. Einmal. Wer kommt denn? Weiß jemand, wer als nächstes kommt? Kommt da dann der Parademeister oder kommt da dieser, wirklich dieser Wanderer-Dulli? Darf ich mal? Komm her. Mit der Hitbox war ich nicht einverstanden. Alter, dieser Bastard. Ich glaub das ja nicht. Ja, klar, es kommt zuerst der Parademeister. Klar, ich bin ja am Bahnhof, ne?
Und dann muss ich ins Hotel Krat, wo ein paar Teenies eine Party, eine Graffiti- und Bierparty geschmissen haben. Und dann komme ich ins zerstörte Krat. Da kommt zuerst der Parademeister, ne? Verdorbene. So, Schluss mit lustig. Schluss mit fucking lustig hier. Warum ging der Backstep nicht durch? Hier geblieben. In a city where everything is upside down, the strong rule, not the wise. Ah! Muss eigentlich auf diesen Move warten, ne, wo er so. Er ging schon wieder nicht durch. You ought to give to the needy. Verarsch jemand anders hier. Okay, so. Concentration, Leute, Concentration. Ich hab Bock mehr auf das Frettchen. Hey! Ich glaube, links dodgen ist besser, weil er schwingt ja von links nach rechts. Danke, dass er wieder nicht durchgeht. Alter, das ist wirklich ein absoluter Crap-Move. Hier geblieben. Ausdauer. Welcome to the city of the future. Ah! The future is death. Hier geblieben. Oh. Hau drauf. Und Andi wird geblockt. Dass du das überhaupt wagst, dieses Wort hier in den Mund zu nehmen. Hey.
How dare you? Ich verzeih dir nochmal. So, den schaffen wir jetzt. Strategieänderung. Ja. Kommt nämlich dieser Verzögerte, ne? Dann pariert ihr halt einfach die Scheiße raus. Das ist auch okay für mich. So läuft das hier. War nix. Richtig. Ausdauer. Ernsthaft? Hallo? Krieg ich jetzt mal noch einen Block hier? Komm her, du Lappen. Wegstepp. Natürlich kann er dem ausweichen, ne? Klar. Kugel? Backstep! Warum? Oh mein Gott. Bleib bei meiner Parry-Strategie. Danke. Alter, verpiss dich. Kugel! Oh, Heilung. Es... Der Name... Guckt ihr diesen Sack an. Guckt euch diesen Sack an, ne? Wie er mich auch nur provoziert. Jetzt will er mich auch nur ärgern. Hoffentlich bist du da jetzt festgeglitscht. Hoffentlich bist du da jetzt festgeglitscht. Guckt's euch an, die Sau. Oh. Oh. Skywalker, wunderschöne, grüß dich. Schön, dich zu lesen, Mann. Kugel! Genau so! Genau so hast du verdient, abzukratzen. Nur so. Genau das hast du verdient. Schön die dicke Stahlkugel in die Schnute rein. Oh. Diesel fucking Perry. Was habe ich jetzt gekriegt? Nix, oder? Egal. Das war wichtig fürs Ego. Ah.
Und genau, es war genau der richtige Tod für ihn. Ganz ehrlich, kennt ihr das? Wie bei, wenn man einfach eine Figur hat, ne, und da malt man sich sowas aus, okay, wie wäre es cool, wenn der oder derjenige abkratzt, ne? Bestes Beispiel damals, König Joffrey, ne? Es hat einfach keine bessere Methode geben, keinen besseren Weg geben, dass dieser Typ abnippelt, so wie er abgenippelt ist in Game of Thrones. Das war einfach genau richtig, ne? Und so war das jetzt auch. Danke für die GGs. Es war so... Ich saß so genüsslich vorm Fernseher. Als Joffrey auf... Ich sag nix. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht spoile, ne? Ich sehe Schmetterlinge. Irgendwo. Ah. Ah, da muss ich aufpassen. Der fightet back. Oh Leute, ich hatte vorher so Schiss schon. Weil mir ist das erste Mal in Lies of P ist mir tatsächlich die Waffe abgebrochen. Ist mir noch nie passiert. Ich muss pennen, war ein harter Tag, aber wollte einfach mal vorbeischauen und euch sagen, ihr seid alle sehr liebe Menschen. Alter Skywalker, das kann ich nur zurückgeben, Mann. Dann hoffe ich, dann erstmal schön, dass du reingeschaut hast. Danke, danke. Und dann hoffe ich, du kannst dich ein bisschen erholen. Na, schlaf auf jeden Fall gut. Versuch ein bisschen Energie zu tanken und ja. Absolute Ehre, danke fürs Super. Ja, voll. Voll, 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 voll. Ja, ich glaube, es gibt schon noch Menschen, die... Oh! Ich glaube, es gibt noch Menschen auf diesem Planeten Erde, die noch kein Game of Thrones geguckt haben. Da lehne ich jetzt mich mal aus dem Fenster und behaupte das einfach mal, ne? Alles klar, dann bis nachher an die... Oh, Stargazer! Da fällt er um. So, okay. Will irgendjemand was von mir? Ja, ja. Oh Gott, Schallplatte, bitte, bitte, gib die Schallplatte zu mir. Give me die Schallplatte, Lady. Also, ich glaube, ich habe ihr letztes Mal gesagt, dass ihr Mann ein Monster ist, beziehungsweise ich habe halt einfach nur rumklickt, weil ich dachte, irgendwie, das ist eh egal, was ich ihr sag. Und dann hat sie mir die Schallplatte nicht gegeben. Jetzt gucken wir mal. Spectre One, servus, grüß dich. Hab Elden Ring jetzt schon 50 Stunden gesuchtet. Aha, geiler Scheiß. Ey, das freut mich, wenn es dir so taugt. Wie geht's, wie geht's? Das ist auf jeden Fall richtig geil. Okay, jetzt lesen wir mal, was die sagt, ne? Ganz gut, und dir? Ja, ich sag, ich irgendwie sehr, auch sehr anstrengende Woche und sowas, ne? Einiges passiert so, keine Ahnung, ich habe auch... Ja, das muss ich sagen, ne? Glaube ich. Aber ansonsten alles gut, ne? Das Wochenende steht vor der Tür, so langsam, also passt, danke zur Nachfrage. Und ich habe noch nie Game of Thrones geschaut. Ich wusste es. Tut mir leid, Skywalker. Tut mir leid. Vergiss einfach alles, was ich gesagt habe. Weg damit, ne? Weg damit. Und ja, bis zum nächsten Mal, Mann. Erhol dich gut, schlaf gut, Mann, ne? Ja, okay. Ich hab die Schallplatte.
Ich kann mir dieses Ding immer noch nicht aufwerten. Also Spectre One, nur mal so. Ich habe für meinen ersten Elden Ring Run 200 Stunden gebraucht. Es war auch mein allererstes Souls, ne? Das muss man noch dazu sagen. Aber... ich glaube, ich muss alle Schallplatten noch abspielen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann müsste ich endlich hoffentlich diese Trophy kriegen. Die hat mir noch gefehlt. Ich war so dumm und habe ihr letztes Mal die Wahrheit gesagt. Wieso sage ich auch ihr die Wahrheit, ne? Dann hat sie mir die Schallplatte nicht gegeben. So, okay. Ab zum Boss. Da kann ich eh nicht rein, genau. Den will ich auf jeden Fall noch schaffen heute. So, diese Riesen. Ich kann mir einfach nicht helfen. Das sieht einfach nur so aus, als hätten die einen riesen Schnauzbart, diese Typen. Das ist so geil. Gott, der hat's eilig. Aufpassen. Oh Gott, dieser Schaden. Okay. Ich sehe schlimme Dinge. Aber ich muss ihn killen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einen geilen Shit droppt. Komm. Brich zusammen. Die kann man nicht backsteppen, ne? Scheiße. Da war ich halt voll im Move drin, ne? Ich bin jetzt halt wirklich so langsam im Endgame, ne? Also jetzt wär's mal an der Zeit, dass ich mal meine Waffe aufwerten kann. Das wäre schon geil. Alter, ich feiere den Schnauzbart. Bleib so, nicht wegrasieren. Er trägt ihn mit Stolz. Oh Gott, diese Hunde da oben. Aufpassen. Ja. Okay. Schon crazy der Gegner. Auf geht's. Nein, er bricht nicht zusammen. Oh. Ausdauer. Ah.
Was läuft denn mit dem falsch? Ja. Nochmal einen drauf, komm. Scheiße! Warum? Das tat weh, das tat weh. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Och Andi, übers Aufregen bin ich schon drüber. Ganz ehrlich, ich habe das Sumpfmonster besiegt. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ohne Scheiß. Und das... echt relativ zügig eigentlich heute. Das muss das, also da bin ich schon echt, oh, das lief so mega gut. Ah, ich bin's langsam. Alter, ist eine Stocherparty hier. Er ist schon ein geiler Gegner, ne? Es ist ein geiler Gegner. Nice! Nein, 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 nein! Einfach nein! Ich lern's nicht. Gegner und Bosse einfach nicht auslachen. Die haben da keinen Bock drauf und gehen zum Lachen sowas von ins absolut letzte Kellerloch. Ehrlich. Die verstehen keinen Spaß. Null. Ne? Und vielleicht lerne ich es irgendwann mal. Dass die hier keinen Spaß verstehen. Ausdauer. Oh je. Ich habe mich heute mal gewundert, ne? Beziehungsweise ich habe gesagt ganz am Anfang, dass das ja mein 7. Stream ist. Mein 7. Stream Level 1. Und da wundere ich mich. Warum ich jetzt schon 7 Streams habe, wenn ich mich mit solchen Typen hier rumschlag. Warum? Ich mache halt so unnötigen Shit. Pariert! Okay, du willst nicht? Kugel. Da. Das ist halt schon wirklich bitter, dass man diesen Crit-Talisman so spät bekommt, ne? Also wirklich fast vorm Endboss eigentlich schon. Übrigens, Andi, ich weiß nicht, ob du das vorhin gelesen hast. Aber der liebe Skywalker, der hat tatsächlich noch kein Game of Thrones gesehen, ne? So viel dazu. Oh.
Es gibt tatsächlich noch Menschen auf diesem Planeten Erde, die noch kein Game of Thrones geguckt haben. Und der liebe Skywalker gehört tatsächlich dazu. So, verkauf mir was Geiles. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich glaube, der Wanderer kommt doch zuerst. Ich bin verwirrt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Okay. Kugel. Oh mein Gott, du bist so viel billiger, Mann. Das ist richtig geil. Du hast zwar nicht viel, aber das ist okay. Dafür ist das Schnäppchen, was der anbietet. Ja, brauche ich alles nicht. Kann ich eh nicht tragen. Puh, okay. Da kann ich nicht hoch. Ja, dann hier. Ah, ich brauche noch... Was kann ich jetzt dann nehmen? Ich brauche irgendwas gegen Störung, ganz dringend. Schock und Störung, genau. So. Das wird schlimm, Leute. Das wird wirklich schlimm. Da fragst du wirklich den Falschen, Andi. Da fragst du wirklich den Falschen. Das kann ich dir nicht beantworten. So, hier muss ich auf jeden Fall irgendwo hin. Ah, das ist, nee, ich will die Resistenz erhöhen. So. Ich will die Resistenz erhöhen. Da ist die Kiste irgendwo. Oh Gott, guck mal, wie viel die Dinger aushalten. Das ist nicht gut. Wie viel willst du verzögern? Der Typ sagt, yes, 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 yes. Game of Thrones ist von 2011, also schon 13 Jahre, Alter. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Krass, wir werden alt, wir werden alle so alt. So, rein damit. Ah! Pardon für diesen Affront. Ja, hier muss auf jeden Fall. Hier muss auf jeden Fall. Du musst doch sparen, Andi. Ne, also er war selten so passend wie jetzt und an der Stelle. Das muss man echt sagen. Ich habe irgendwo gelesen, dass hier irgendwo eine Kiste ist. Zeig ich den mal an, ne? Gott, das ist schon fieses Zeug. Ich hasse ihn! Okay. Okay, 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 okay. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mehr, wo die Kiste war. Na, irgendwo da ist ein geiler Vollmondstein, ne? Du musst deine Punkte sparen. Nee, ich mache jetzt ungefähr 100 Mal da runter, dann müssten doch deine Punkte leer sein, oder?
Kommt es hin? Vanessa, ich grüß dich. Hey, wie geht's? Auch dir ein schönes Bergfest, ne? Und ich habe vorhin gelernt, dass nicht alle Menschen wissen, was ein Bergfest ist tatsächlich. Ich dachte, das kennt man, aber anscheinend nicht. Leck, ich weiß nicht mehr wohin. Ich weiß es nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, was ich gelesen habe. Wie war denn deine Woche bisher, Vanessa? Okay, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig sein. Der war sehr geil. Fuck, 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 fuck. Ich weiß, dass es gleich für einen Miniboss kommt. Ja, der Wanderer halt, oder? Die Wanderer der Illusion. Illusion der Wanderer. Dieses komische Space-Vieh da, ne? Mit seinem Gehirn im Glas. Brain im Glas. Ich bin ziemlich kaputt heute. Kann deshalb nicht so lange bleiben. Hoffe, dir geht's gut. Dann erhol dich gut, ne? Irgendwie sind heute ziemlich viele Leute kaputt. Also mir geht's auch so, ne? Ich bin heute absolut nicht auf der Höhe. Ich bin total müde. Ich schlafe irgendwie seit ein paar Tagen auch echt schlecht. Also es geht heute wohl vielen so. Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Ich meine nicht die Wanderer. Okay. Vanessa weiß, was ein Bergfest ist. Nice. Ja, tatsächlich. Also die Steffi, die kommt aus der Schweiz. Die weiß tatsächlich nicht, was ein Bergfest ist. Wie gesagt, ist ja nichts verkehrt dran, ne? Ich war nur überrascht. Ich bin nicht kaputt, ich bin nur voll gedönert. Das zählt auch. Du hast keine Lust mehr, dich zu bewegen. Also von dem her, finde ich, zählt es auch, oder? Oh Gott, ich habe nur noch zwei von dem Stuff. Wurfkugel. Klar, wir auch extrem schlecht die letzten Nächte. Geht's, es ist, ich weiß auch nicht, was los ist, ne? Ja, also bei mir auch so drei, also vier, maximal fünf Stunden. Mehr ist irgendwie gerade aktuell nicht drin. Schnell! Oh, bitte, geh doch weg! Hat der mich jetzt gerade one-hitted oder was? Maximal vier Stunden in den letzten Nächten. Oh, krass, okay. Das ist hart, hey, das. Also es gibt Leute, die mit so wenig Schlaf klarkommen. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Auf gar keinen Fall. Ich brauche jetzt auch nicht irgendwie 8 Stunden Schlaf oder so, aber also 6 Stunden sollten es schon sein. Dann bin ich eigentlich zufrieden. Dann bin ich auch nicht zwider oder so. Aber 4 Stunden oder jetzt 4,5, 5, das ist einfach zu wenig, ne? Ah, das ist schon wirklich hart. Das ist hart. Dann ruh dich doch aus, Vanessa. Mach dir einen super entspannten Mittwochabend noch. Beziehungsweise Schlafrunde. So, das habe ich mir reinpfiffen, das Zeug. Das passt. Gott, das war der wichtigste Backstep aller Zeiten. Sechs Stunden qualitativ hochwertiger Schlaf reichen eigentlich aus. Ja, das ist richtig. Aber ich schlafe halt auch nicht gut, ne? Ich wache halt auch öfters auf und so. Ah, come on, wo ist er jetzt hin? Wahrscheinlich ist der Schmetterling... Hätte mir den Stein gedroppt, ne? Wahrscheinlich läuft so.
Gibt's mir was zu werfen? Stirb! Du auch! Ja, ja! Irgendwas anderes hält dich nachts wach. Okay. Ja, ich sag ja, also mir geht's. Oh, war das knapp. Auch so. Schon ein bisschen länger, bestimmt schon seit 2 Wochen oder so, dass ich einfach echt richtig mies schlaf. Oh Gott, das müssen wir uns wieder reinpfeifen. Danke. Oh je. Ich habe da größtenteils auf Kaffee verzichtet, beziehungsweise stark reduziert, mich viel bewegt und dadurch hat sich da wohl einige Blockaden gelöst. Okay. Ja, das sagt man halt auch immer, ne? Also bei mir liegt safe auch an meinem krassen Kaffeekonsum, da bin ich mir auch sicher. Aber es sind einfach auch andere Sachen, die mich gerade irgendwie einfach hart beschäftigen, ne? Und da bin ich dann eh relativ empfindlich, was das angeht. Da lasse ich mich schnell irgendwie aus dem Konzept bringen und hab einen Brainfuck und sowas, ne? Also das geht bei mir relativ schnell. Ja, ich höre es auch von vielen, ne? Aber ganz ehrlich, was mich heute schon echt mega positiv gestimmt hat und mir so ein bisschen Energie gegeben hat auch, das war, dass heute endlich warm war und ein bisschen die Sonne gescheint hat. Ich war dann in der Mittagspause draußen, hab da ein bisschen die Sonne genossen, das war schon richtig geil, ne? Und, was noch on top kommt, ist, es war höchste Zeit, dass ich morgen meinen letzten Arbeitstag habe, dass ich gekündigt habe, ne? Das war auch sehr wichtig für meine Mental Health. Ah, der! Ha, ha, ha! Ja, okay, ich erinnere mich. Oh Gott, ja, okay. Oh, das ist voll gut. Ein Kaffee am Tag. Ich sauf viel zu viel. Alter, bist du wahnsinnig? Oh. Ich trinke 5 bis 6 Kaffee am Tag gerade aktuell. Das ist so crazy. Oh, das ist zu viel und ich merke es auch, dass es zu viel ist, aber irgendwie brauche ich das auch, um mich halt irgendwie ein bisschen bei Energie zu halten, ne? Und irgendwie ein bisschen Energie zu kriegen. Keine Ahnung. Ich weiß, es ist total kontraproduktiv, aber manchmal ist man in so einem... Da hängt man in so einer Spirale drin, man weiß, dass es kacke ist, ne? Aber irgendwie macht man es trotzdem. Ja, also ist mir durchaus bewusst, ne? Aber so 5 bis 6 Kaffee pfeife ich mir gerade echt rein. Ich bin da falsch! Ich bin falsch abbogen! Ja, danke, danke, Leute. Also, ich will da jetzt auch nicht so hart ins Detail gehen, ne? Aber kann ich irgendwie so anders mal oder auf Discord oder so erzählen, aber
Das war schon ein bisschen crazy, was da abging, irgendwie so, keine Ahnung. Also ganz, ganz weird. Ganz weird. Jetzt hör doch auf. Oh. Okay. Es muss wieder der Parry raus, das sehe ich ja, ne? Irgendwie kriege ich den Sackel Digger nicht gedodged. Und ich muss das ausrüsten. So, weg damit. Weg damit, weg damit. Fable. Ich brauche mein Fable. Rein mit dem guten Zeug. Ja, ich weiß nicht, also das... Oh, nee, wie gesagt, also ich will da jetzt eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, ne? Aber es war wichtig und richtig, dass ich da jetzt gekündigt habe, ne? Und mich nach was anderem umguck, genau. Ah! Musst du mit so einem Move anfangen, hä? Muss das sein? Tu das Not. So, gleich Dings hinterher, komm. Drauf auf die Rübe. Na, chillt erst mal hart. Schluss mit lustig hier, jetzt ist... Ich glaub das nicht. Jetzt hat er mich umgebracht. Jetzt hat er mich umgebracht. So viel, so viel. Wie oft bin ich heute schon abknippelt, wo der Gegner vielleicht noch einen Millimeter Leben hatte, ne? Ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Meine Herren. Oh, so. Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß zu Beginn. Ja, den muss ich... Wenn sie auf der Arbeit ist, ist gerade auch etwas ungewiss. Okay. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg, Andi, für den morgigen Tag, ne? Klingt jetzt auch nicht so nice. Das krass, aber freut mich zu lesen, Vanessa. Ich kenne das. Ich war auch hab mir auch ein paar Jahre oder sowas gegönnt, ne? Deswegen, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie gut das tun kann und ich weiß, wie wichtig das auch ist und wie schön, wenn es dir da, wenn dir das so gut hilft, ne? Auf jeden Fall. Leider immer noch viel zu viel Tabu, das Thema. Will ich mich doch komplett verarschen, oder? Ey, ganz ehrlich.
Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Das kann auch sein. Dass wenn sich da dann einfach irgendwas löst oder so, nenne ich das einfach mal, ne? Dass das halt schon trotzdem in einem hart... Was heißt trotzdem? Dass das halt dann in einem hart arbeitet. Es ist zwar gelöst, ne? Aber das quasi dann, rausgeht, so. Und das halt erstmal... Und das nicht ganz so spurlos. Tut mir halt irgendwie ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gib doch Ruhe, du wahnsinniger Riesenschädel. Den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Heilige Scheiße, bist du nervig. Glaub's ja nicht. Steh auf! Steh auf! So, aufpassen. Jetzt gib doch Ruhe! Gib doch Ruhe! Was stimmt mit dir nicht? Friss die Dose! Ey, das glaub ich doch jetzt nicht. Das glaub ich doch jetzt nicht. Ich war schon dreimal soweit. Oder viermal. Keine Ahnung. Es ist sensationell. Er haut mir immer wieder... Oh, nee. Es läuft immer gleich ab, ne? Es läuft immer gleich ab. Schlimmer als das Wiesel. Schlimmer als das Wiesel. Was für ein Drecksack. Ich glaub's ja nicht, ne? Ich glaubt es ja nicht. Kann dem nicht einfach die Rübe platzen? Oh. So. Ah! Der kann doch nicht mit so einer Scheiße anfangen. Und ich sag's, ich muss parieren, ich muss diesen... Ey! Der will mir heute noch das letzte Fünkchen Nerv rauben, das sehe ich schon. Der hat da einfach Bock drauf, der hat einfach Bock drauf. Musstest du so lange warten, oder? Friss die Säge, du Arschloch! Oh, Leute, was ist da los? Ja. Das sind absolut schöne und richtige Worte, Vanessa. Das ist einfach so, ne? Und wenn man mal den Schritt gewagt hat, der hat bei mir auch sehr lang gedauert, ne? Ich war so dumm. Ich war so dumm. Und hab so lang gewartet, das zu machen. Und aus irgendwelchen dämlichen Gründen, ne? Und ja, wenn man mal den Schritt gemacht hat, ist schon mal die halbe Miete geschafft. Beziehungsweise, naja, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, aber dann kann es nur noch aufwärts gehen, ehrlich. Dann kann es wirklich nur noch aufwärts gehen. Freut mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass du da, dass es dir damit so gut geht, ne? Da ist der Wanderer ein Witz dagegen. Was? Ich hatte bei meinem ersten Playthrough unfassbare Probleme mit dem Wanderer. Schlauchschnauzbart. Und ich habe mich durch diese ganzen Trottel da durchgeschlagen, ne? Ich habe mich durch diese ganzen... Wieso hänge ich fest? Ah! Ich glaube, das ist nur eine Notiz. Wo ist die Leiter? Aha! Stress mich nicht so!
Danke. Ja, das ist auch schon ein wichtiger Schritt, Andi. Also, come on. So gut. Ah, okay, alles klar. Ja, du sehr gerne, ne? Klar. Und wie du sagst, wichtig ist, dass es jetzt angelaufen ist, ne? Das ist mal das Allerwichtigste. La la la. Definitiv ein Anfang, ja. Und da wünsche ich dir auch viel Erfolg dabei. Das ist nicht leicht. Heiliges Blechle. Das ist nicht leicht, da was Passendes zu finden, beziehungsweise auch schnell was zu finden, aber einfach dranbleiben, dann läuft das schon, ne? Einfach dranbleiben. Ey, also langsam kann sie mich nicht mehr nur nicht nur am Zückerli lecken, sondern am ganzen Zuckersack. Ohne Witz. Leck mich am Zuckersack. Es ist ja unfassbar hier. Boah. Jetzt springen sie mir da hinterher, ne? So, ich weiß, dass du explodierst. Geh weg. Ah. Shortcut, los. Schnell! Oh, jetzt könnt ihr mich umbringen. Das seid ihr doch ganz geil drauf, ne? Heiliges Blechle. Ah. Ich bin fast bei jedem Gegner One-Hit, ja. Das ist richtig. Ah. Ja, ich sag ja, Andi, das liegt halt einfach auch daran, irgendwie ist einfach immer noch nicht die Sensibilität für das Thema da. Das ist immer noch irgendwie so ein bisschen tabuisiert und so, na, und diese ganze Scheiße. Und, oh, ich weiß nicht, das liegt halt unter anderem auch daran, ne. Und ich hoff, dass wir da irgendwann demnächst mal ein bisschen Fortschritte machen werden. Oh, hier war doch auch noch irgendwas, ne? Ich glaube, dass hier noch eine Kiste war. Ahaha, yes! Ja, dafür kann ich mir geile Scheiße kaufen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. So, Leute. Ja, ich gönne mir noch ein paar Tries vom Wanderer. Dunkelmond, Mondstein. Ach, hör da auf! So, geh weg, 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 weg! Wow! Schnell! Hör auf, du hast nur zwei Tries braucht. Oh Gott, ich hab den dummerweise versucht zu parieren, ne? Und ich hab, ich weiß nicht, 15 Tries, 20 braucht, ich, irgendwie so. So. No matter what serving, welcome. This is I shall open. Jetzt rück endlich so einen Stein raus. Da ist er.
Da ist er. Sogar drei Stück. Das heißt, ich kann meine Waffe maxen, wenn ich Kohle hätte. Wenn ich Kohle hätte, könnte ich meine Waffe maxen. Wie viel kriege ich dafür? 10.000. Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. $21,000. Es reicht nicht ganz. Ich wusste gar nicht, dass ich da drei kaufen kann. Sind das die richtigen? Oh mein Gott, ja. Ich brauche nicht mehr viel, ne? Ich brauche nicht mehr viel. Mindestens, Vanessa. Mindestens. Also, ja, obwohl, weiß nicht genau, aber ich habe den auch im Stream gemacht und ich saß 2,5 Stunden saß ich bei dem. Das war auch Hölle, dieser Typ. So unglaublich random. Ah, das Zeug brauche ich eigentlich eh nicht, ne? Kann ich auch verkaufen? Oh, ich glaube, das reicht. Oh mein Gott, wir können die Waffe maxen. Ah. Oh. Manus habe ich bis heute nicht. Ach, ich glaube, du hast gesagt, dass du Lies of P noch nicht durchgespielt hast, ne? Oh, Leute, wir haben die Waffe gemaxt. Oh, geil. Okay. Ein, zwei Tries probiere ich noch. Dann sollte ich echt langsam ins Bett gehen. Verlassen das Apartment. Passt. Oh, Andi, was? Wie kannst du dir diesen absoluten Genuss noch nicht gönnen? Wie konntest du dir diesen absoluten Genuss noch nicht gönnen, gegen die Nameless Puppet zu kämpfen? Ohne Witz, so ein geiler Boss. Ja, unterschreibe ich. Ich würde noch Andreas dazusetzen. Aber ja, safe. Die zwei sind so deluxe. Vor allem auch, also Lactasia ist schon auch echt crazy, ne? Allein schon die Inszenierung ist unfassbar geil. Oh Gott, da höre ich sie schon schreien. So was Nerviges. Okay, let's go. Definitiv der Boss mit dem most random Moveset, würde ich sagen. Ich tat mir so unglaublich schwer, die zu lesen. Ja, Hero! Ich bin begeistert von eurem Mitleid, ne? Und das Schlimme ist an der, ne? Das Schlimme an der ist auch, dass der, ich habe keine Ahnung. Das gleiche wie bei dem kleinen Kaninchen, ne? Diese Geräusche, was die macht. Oh Gott, die sind so nervig. Das ist unglaublich.
Das macht mich so mit am meisten fertig. Diese Geräusche, diese Schreie, die sind so nervig. Ah! Schluss jetzt hier. Ich muss aufpassen. Ausdauer. Heilung. Danke. Oh, oh. Ja, da zieht sie mir den Säbel drüber, ne? Und zusammenbrechen hältst du nicht viel, ne? Ah! Die haben alle so viel Haltung. Aber der Let's Go-Typ hier richtet, ne? Komm, 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 komm. Wo ist der Bex? Ey! Oh! Okay, jetzt wird's schlimm. Das ist einfach so ein dummes Rumgefuchtel, was der macht. Ah! Ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Kannst du... Hallo? Gott. Das war's, ne? Oh, das ist so random, das Ding. Und das ist eigentlich so dummes Rumgefuchtel ist das irgendwie. Oh. Ja, die verdoppelt sich. In der zweiten Phase. Tatsächlich, ne? Doch wieder Spaß. Bei mir hat die sich nie verdoppelt. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Was? Also ich kenne die von Anfang an in im Double Pack, ne? Zweite Phase. Gönnt sie sich den Double Pack? Ja, wahrscheinlich, ne? Etwas so viel Damage reindrückt, dass... Zweite Phase übersprungen. Nee. Wirklich? Also, wenn mich nicht alles täuscht, hast du den Kampf auf YouTube, stimmt's? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob da ein Dings war oder nicht, ob die sich da doppelt hat oder nicht. Heiliges Blechle, jetzt hör doch auf. Ich muss einfach mehr parieren. Ich hab nicht die Ausdauer, um so viel zu dodgen. Jetzt habe ich keine Kugeln. Ah, ja, das, genau. Fuck off. Okay. Das ist natürlich äußerst dumm, ne? Die schreit den Dings weg. Ja, super geil, super geil, super geil. Und schon wieder nicht getroffen. Trottel, hab die Kugeln nicht dabei. Ah, das ist äußerst schlecht. Ausrichten. Ich mach noch ein, zwei Tries. Ah. Muss mal gucken. Ich weiß noch, ich habe ihn angeschaut. Ich habe das Video angeschaut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber bei mir, ja, bei mir doppelt die sich seit Tag 1. Tatsächlich.
Ah. Jetzt gib doch eine Ruhe. Heiliges Blechle. Danke, dass die Puppenschnur nicht durchging, ne? Sehe ich immer gern. Ja, okay, das Timing habe ich noch einigermaßen drin. Oh Gott, jetzt geht's los, oder was? Vielleicht die. So, gleich mal wegrasiert. Aha! Das war nicht klug. Ja, reicht schon, danke. Jetzt hör auf! Ah, geh weg! Nein! Die hört nicht auf, ne? Die ist so unglaublich random. Komm, 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 komm. Wichtig. Mach keinen Scheiß. Ich mach Scheiß, ich mach wirklich Scheiß, ne? Oh. Ey, was war das denn gerade? Ja, okay, irgendwas zickt gerade schon wieder rum. Irgendwas zickt gerade schon wieder rum, deswegen, ja. Keine Ahnung, beende ich das für heute. Und gleich habe ich sie. Ich bin schon verreckt. Mit so viel Leben, ne? So viel Leben. Ja, aber... Ach, ich muss unbedingt mit den Leuten telefonieren. Ich muss unbedingt mit Drex Vodafone telefonieren, ne? Das habe ich immer noch nicht geschafft. Aber, ja, bis Freitag früh will ich ja Dragon's Dogma streamen, ne? Deswegen, bis dahin muss ich das irgendwie in den Griff kriegen. Blackie Stream ruckelt. Ja, also, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht, ne? Schlaf gut, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, vorbeigeschaut habt. Schlaft gut, erholt euch gut, ich wünsche euch echt eine schöne restliche Woche. Und, ja. Wir sehen uns, wir lesen uns. Ich gucke, dass ich das gefixt kriege, ne? Es lief eigentlich ganz gut, nur zum Ende hin musste es jetzt so rumkacken. Bisschen doof. Naja, aber wie gesagt, gute Nacht, schlaft gut und wir sehen, hören, lesen uns. Ne? Bis demnächst. Ciao, ciao.